Hallo, meine lieben Kreativlinge. Gott sei Dank habe ich gerade noch mal die Kamera kontrolliert, weil die nämlich gerade so gefilmt statt so. Egal. Heute ist wieder ein Kooperationsvideo mit Globaland dran. Und zwar habe ich mir die Standschablonen hier vorgenommen. Ihr seht, das pure Chaos. Das ist die Nummer. Ich werde es natürlich auch noch mal verlinken unten in der Infobox mit einem Rabattcode für euch, der Nata10 ist. Muss ich mir merken, ich vergesse es nicht. Ich vergesse es immer. Und zwar, das ist der Prototyp. Das ist nicht ganz sauber gearbeitet, ich gebe es zu. Ich musste aber auch erstmal gucken, wie das zusammengehört. Ich hatte tatsächlich ein bisschen die Hoffnung, dass man das zusammenklappen kann, aber es geht leider nicht. Dafür ist es sehr stabil. Ich könnte hier unten noch einen Ring reinmachen. Aber an sich ist es. Ja, sehr stabil. Ich finde es auch eine sehr coole Idee. Wie gesagt, wenn man dann so ein bisschen rumspielt und so, da reicht mir bestimmt einiges. Aber es hat mich tatsächlich ein bisschen Tüftel gekostet. Ja, ich habe auch schon ein bisschen angefangen, mal alles auszustanzen und zu machen und so. Wär doof. Aber was richtig cool ist, ist eben auch. Ne, die Grundmaterialien zeige ich euch gleich noch genauer. Dass da wirklich so, so viele Add-ons dabei sind. Hier haben wir, wie heißen sie, Tulpen, den Gartenzaun, Wolken, Pilze, Karotten. Da haben wir dann die Erde, also Erde. Da haben wir einen Regenbogen. Das sind dann Auflieger für Schriftzüge. Sonnenblumen, die habe ich benutzt. Das ist eins von den Grunddingern, die man braucht. Ja, Radieschen, Erdbeeren, Blumentopf, weitere Blümchen und halt nur so Gestängel. Da ist die Sonne. Also, das ist richtig cool. Man kann aber auch normale Stempelabdrücke dafür benutzen. Ich könnte 20 solcher Karten bauen. Aber ein paar Ideen habe ich. Ja, okay, fangen wir an. Einmal, wie gesagt, einmal die Grundmaterialien. Das da. Ist der hintere Bogen. Der da hinten. Das Teil braucht ihr zweimal. Das ist dann dieser Rahmen hier. Das da habe ich schon ausgestanzt. Das kommt dann wirklich so raus. Das braucht ihr einmal. Und das da ist für die Pop-up-Dinger. Das braucht ihr insgesamt dreimal. Natürlich in der Farbe eurer Wahl. Das dazu, das lege ich jetzt mal dahin. Und mir ist gerade, als ich das Video angefangen habe, eingefallen. Probier doch mal was anderes. Probier mal was anderes. Ah ja, was ich noch sagen möchte. Mache ich gleich. Ne, das reicht mir leider nicht. Das könnte reichen. Was ich noch sagen möchte, das habe ich zuvor nämlich nicht gesehen. Ich glaube, das ist. Ihr habt überall so ganz kleine Nupsis dran, an jedem Teil, egal wo ihr hinguckt. Da ist so ein Nupsi. Ich habe schon gedacht, die muss man abknipsen. Nein. Da ist ein Nupsi. Und da stehen ganz, ganz kleine Ziffern drauf. Das ist jetzt hier die 3. Also quasi im Endeffekt eine kleine Aufbauanleitung. Das ist 1, das ist 2, das ist 3, das ist 4 und dann, ja, die haben auch Nummern, aber im Endeffekt ist es ja dann völlig euch überlassen, wie ihr das dekoriert. Aber was ich mir gedacht habe, ich versuche das jetzt einfach mal. Den Hintergrund. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich nehme jetzt, ne, hinten diesen Hintergrund mit transparenter Folie zu stanzen, dass der Hintergrund transparent ist. Denn ich weiß nicht, ob es klappt. Ich habe keine Ahnung. So, das legen wir da hin. Ich bin gespannt. Dann habe ich mir so ein Designerpapier diesmal rausgesucht für den Rahmen. Das braucht ihr, wie gesagt, zweimal. Na,
vielleicht nicht so krumm, weil das kommt dann ein wenig doof. Stanzen tun die auch gut. Bis auf eine Stanzschablone, die ich jetzt gemerkt habe, dass die nicht richtig stanzt, aber das ist eigentlich kein Problem. Sagen wir es mal so. So, jetzt muss es erstmal dort das Herr werden über die Ausstanzungen. So, das habe ich jetzt ausgestanzt. Aber dass ich das besser falzen kann. Hier ist zwar eine Falzlinie, aber ich gehe da nochmal mit dem Dotting-Tool drüber, dass ich da richtig falzen kann, weil das geht auch ein bisschen streng. Ich zeige euch gleich mal die Standschablone, die bei mir nicht richtig gestanzt hat. Was man leider auch ein bisschen sieht, ist dieses Schildchen. Das sieht man auch. Also ich sehe das persönlich. Vielleicht seht ihr das. Es stanzt hier an dem einen Ding nicht richtig. Aber es ist ein gerader Schnitt, das ist jetzt nicht so tragisch. So, wie gesagt, das klebe ich jetzt erstmal zusammen. Weil wenn ich mit Flüssigkleber arbeite, dauert das alles Mühe, bis es angezogen ist. Aber ich war echt mega gespannt, als ich das Bild gesehen habe. Musste ich echt wissen, wie das Ding aussieht, wenn es fertig ist. Globaland hat gemeint gehabt, also hat gesagt, ist das, die wollen, wenn die Bilder okay sind, wollen die dann meine Bilder reinstellen als Vorführbilder. Und da war halt eben nur diese Grafik drin. Deswegen bin ich echt gespannt gewesen, wie das aussieht. Hier wird es ein wenig schwierig. Also bei mir hat es vorhin eigentlich ganz gut geklappt, dass ich es nur einfach umklappe. Ganz vorsichtig. So. Ich bin gespannt, ob das klappt, mein Vorhaben. Da gehe ich auch nochmal mit dem Falzbein so drüber, richtig fest. So. Und dann schauen wir mal. Weil wenn ich das Transparente hier hinter mache, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da bin ich echt gespannt. Ich brauche jetzt mal doppelseitiges Klebeband. Das schaut schon sehr zerdütscht aus. Aber gut. Oder nehme ich das 6 mm? Ich denke, ich nehme das 6 mm. Das sehe ich. Weil Folie und Flüssigkleber tun sich nicht gut. Wie gesagt, das kam jetzt vorhin so beim Basteln. Ob das was wird. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. So, wenn ihr das Ganze zusammenbaut, so in der Reihe, also nicht so, sondern so. So gehört es. Ich mache jetzt auch nochmal auf. Zumindest bis zur Hälfte. Und dann schaue ich mal. Dass ich ungefähr die Mitte erwische. Ja, ich muss leider immer wieder unterbrechen. Meine Kleine ist zu heim. Und ja, will auch bespaßt werden, so nebenbei. So. Dann schaut das
ungefähr so aus. Ich weiß, ich sehe das jetzt nicht. Wie gesagt, das war eigentlich der Ursprung. Aber so ist es bestimmt auch eine sehr, sehr coole Idee. So. Dann braucht ihr die Teile. Drei Stück, wie gesagt. Das mit dem, also das lange dünne kommt oben hin. Wird das so reingesteckt. So etwas, je nach Papierstärke ist das ein bisschen anstrengend. Was ich dann gemacht habe, ich habe die dann umgeknickt und habe die dann alle nacheinander festgeklebt, dass die auch wirklich festhalten, dass das mit da ja wirklich nichts abhuscht. Falls, ja, ne, weiß ich ja nicht. Das klebe ich jetzt, wie gesagt, einmal mit Flüssigkleber fest. Ich hoffe, ich bin noch im Bilde. Wie gesagt, einmal von unten festgeklebt, einfach wirklich nur damit, ja, damit es wirklich hält. So, dann mache ich mir jetzt einmal hier genau an der Linie, also unten drunter, nicht oben drüber, sondern unten drunter mache ich mir jetzt doppelseitiges Klebeband. Ich überlege gerade, mache ich das am Ganzen? Ich denke, ich mache das am Ganzen. Mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich habe das vorhin, wie gesagt, mit Flüssigkleber gemacht, weil ich dann so peu à peu gearbeitet habe. Ich bin jetzt gespannt, ob ich das jetzt dann so hinkriege. Aber was ich mache, ich schneide mir das jetzt erstmal hier noch durch. Das hätte ich vielleicht auf zwei Teile machen können. Man lernt immer wieder daraus. Ach, und was am einfachsten dann ist, einmal noch runden übers Falzbein ziehen. Und dann setze ich quasi genau meine Kante hier an. Oder versuche das zumindest. Ne, ich muss so. Ich muss so. So. Und dann versuche ich das. Wie gesagt, ich arbeite jetzt mit Klebeband. Erstens, weil ja hier die Folie ist. Zweitens will ich nicht verrutschen, weil, oder ich kann ja nicht mehr verrutschen. Mit Flüssigkleber konnte ich wenigstens vorher noch ein wenig hin und her rutschen. Mit Klebeband geht es halt nicht mehr. Wobei das halt dann schneller klebt. Also das hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ich hoffe, die Kamera hält so lang durch. So, dann kann ich das hier zusammenkleben. Am besten so unten drunter dann gleich schieben. Falzbein, wo bist du jetzt wieder? Da. Jetzt auch nochmal von unten fest. Drücken. So,
Und dann wäre das Grundgerüst rein theoretisch fertig. Das ist das Grundgerüst. Und wie ihr darauf aufbaut, das ist völlig euch überlassen. Wie gesagt, ihr habt ganz, ganz viele Add-ons, ob ihr dann mit Stempelabdrücken dann arbeitet oder. Ist völlig egal. Aber wie gesagt, ich habe mir ja schon ein paar Dinge ausgestanzt, beziehungsweise ja, vorgearbeitet. Wenn ihr das Gras ausstanzt, das ist genauso wie die Erde, dann sieht es so aus. Das hat keine richtige Schnittkante. Das heißt, ihr arbeitet dann halt mit der Schere nochmal nach. Das ist jetzt aber kein großer. Ja, kein großes Ding, würde ich sagen. Ihr habt eine schöne Kante, wo ihr entlang schneiden könnt. Ja, da ist noch ein ungefusseltes Teil. Dann will ich das noch ein bisschen bearbeiten, dass es noch so ein bisschen Dimension kriegt. Gehe ich dann einfach mit so Stempelfarbe drüber. Muss aufpassen, ich habe diesmal sehr dünnes Papier genommen, dass mir das nicht zu sehr knickt. Und wieder nach hinten. Und da mache ich jetzt dann einmal Flüssigkleber drauf und fange am besten von hinten an, ich hoffe, ihr seht das, zu kleben. Könnt das auch mal hinlegen, wenn ihr euch leichter tut dann mit dem Kleben. So. Und mit dem Transparenten finde ich das auch cool. Das ist mir vorhin eingefallen, als ich das Video gestartet habe. Probier es doch mal mit dem Transparenten. Dann schaut es so aus, wenn ihr das Gras hingeklebt habt. Ja, und wie gesagt, dann wird es ausgestanzt. Ich habe das alles in Weiß ausgestanzt, das zeige ich euch gleich. Okay, den Gartenzaun, der ging, den konnte ich in Braun ausstanzen. Aber zum Beispiel die Tulpen, die werden in Weiß ausgestanzt. Ja, man kann die anmalen. Wie gesagt, das sieht jetzt gar nicht einmal so verkehrt aus. Mache ich schnell mit euch, bin ich in der Kamera? Ja. Ich habe das auch aus Papier ausgestanzt, wo ich auf dem ich mit Alkoholmarkern arbeite. Dass es meine Alkoholmarker nicht so sehr saugt. Okay, dann können wir das Ganze einfach hinkleben. Mache ich da einfach hier Kleber drauf. Drückt es so an mein Gras hin. Ich hatte doch vorhin noch ein Schildchen. Das hatte ich doch auch mit ausgestanzt, oder nicht? Ich hatte noch extra eins ausgestanzt. Da fliegt was. Nö, ist weg. Okay. Das dachte ich vielleicht so dahinter.
Sehen wir gleich. Oh nein. Ja, das Gepuzzle jetzt, das ist etwas. Oh, ich denke, das geht okay. Aber das ziehe nee, stopp, so rum. Ziehe ich mir erstmal vorsichtig über mein Falzbein, um ein bisschen Rundung reinzukriegen. Und da arbeite ich dann mit doppelseitigem Klebeband ebenfalls, weil das kommt ja auf die Folie. Also für Gartenfreunde oder so finde ich das echt eine geniale Idee. Wie gesagt, etwas schade finde ich, dass man das nicht zusammenklappen kann. Zumindest habe ich nicht diesen Mechanismus rausgefunden, dass man das zusammenklappen kann. Weil es muss ja irgendwie zusammenhalten und na, ich verstehe schon. So, einmal. Einmal. Jetzt kann ich dann mit meinen Tulpen auch weitermachen. Ich hatte doch echt vorhin irgendwo so ein Teil ausgestanzt. Egal, kann ich dann nachhinein noch dran puzzeln. Keine Ahnung, wo das abgehauen ist. Ich hätte am besten auch von hinten anfangen sollen, dann wäre es natürlich einfacher gegangen. Aber es geht auch so. Kamera läuft noch, das ist gut. Halt kleben bleiben. So, dann. Obwohl, wir stanzen die schnell aus. Ich habe das Papier noch hier. So einen kleinen Abschnitt. Platz machen. Seht ihr, was ich meine? Wie gesagt, das ist jetzt absolut nicht tragisch. Das ist ein kleiner Schnitt. Aber dann seht ihr, was ich meine. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr süß. So, ja, wieder weg. Seht ihr, das stanzt nicht ganz durch, diese eine Ecke. Wie gesagt, das ist nicht tragisch. So, Schnitt, fertig. Gesagt, das könnt ihr dekorieren und machen, wie ihr möchtet. Das ist völlig frei euch überlassen. Ich habe noch ein paar Pilze, die ich da vielleicht noch hinmache. Schaut das bis jetzt aus. Wie gesagt, das Transparente könnt ihr nicht sehen. Aber gleich, weil da kleben wir jetzt nämlich die Wolken und das Ganze hin. Das mache ich mit der Klebemaus. Muss das eben auch ein bisschen biegen.
Flüssigkleber und Folie ist ja immer so ein Ding. Funktioniert ja nicht so. Aber mit der Klebemaus geht es dann relativ gut. Halt, falsch rum. So, jetzt seht ihr das. Jetzt seht ihr das transparente Teil. Also, ich finde die echt cool. Nicht nur, dass ich sie geschweißt, ne, weil ich eine Kooperation bekommen habe, somit gestellt bekommen habe, sondern auch, weil eben die echt cool ist. Die ist echt cool. Wie gesagt, für Gartenfreunde oder so. Ich habe mir letztens auch ein Stempelset von Globaland bestellt. Wobei, ich glaube, das sind fast zu groß, aber das sind so kleine Häschen und Igel in Eimerchen. Die würden vielleicht auch recht gut dazu passen. Wie gesagt, da gibt es dann noch sowas dazu. Das kann man dann vorne als Aufleger hinmachen. Aber an sich finde ich das echt eine coole, ja, Idee. Ist halt etwas schade, dass man das nicht zusammenklappen kann, aber gut. Ich finde sie trotzdem sehr, sehr süß. Und es ist wirklich Wahnsinn, was dabei ist, wenn man überlegt, ne? Blümchen, Erdbeeren. Kann man echt ein bisschen spielen. Ja. Das war's mit dem Video. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich Tschüss, wünsche euch eine schöne kreative Zeit und bleibt gesund. Bye, bye.